Hallo und herzlich willkommen auf dem Permakulturkanal. Tag 3 im Experiment. Tee und Birne, das ist so die erste Mahlzeit für heute. Die Birnen sind super lecker. Und an den Tee gewöhne ich mich langsam. Heute Morgen bin ich mit dem Rad unterwegs. Vor einem Kloster ist eine große Streuobstwiese. Zufälligerweise kenne ich die Schwestern und weiß, dass jeder da die Äpfel und andere Obstsorten aufsammeln kann. Also sammle ich so viel, wie es geht. Also ganze Tüte voll. Es waren, ja, circa 2 Kilo. Auf dem Rückweg verdrückte ich 2 Äpfel. Meine Hauptmahlzeit besteht heute aus Mangold und Kartoffeln. Das wird eine Mangoldsuppe. Eine Kerbelpflanze habe ich gefunden. Eigentlich mag ich den Geschmack überhaupt nicht. Die wächst aber überall im Garten, wie verrückt. Und das 2-mal im Jahr. Also versuche ich die mal dann mitzukochen. Vielleicht in der Suppe schmeckt sie nochmal anders und milder, nicht so würzig. Ja, die Pflanze ist weg, die ist komplett abgerupft. Die Kartoffeln kommen auch in die Suppe mit rein. Es ist nicht viel, aber es reicht wahrscheinlich so für 3 kleine Suppentassen. Ich habe ganz viele Zuschriften bekommen und so einen Aufschrei. Wo sind denn deine Proteine? Und auch ganz, ganz interessante Vorschläge für die Proteine. Die nehme ich mit in mein Experiment rein. In die Suppe kommen dann ein paar Bohnen, Stangenbohnen, die mag ich auch ganz gerne. Die waren allerdings nicht zum Verzehr da, sondern für die Samen fürs nächste Jahr. Also muss ich aufpassen, dass ich nicht alles abpflücke und alles verzehre. Das Körbchen wird langsam voll. Ich habe genug für die Suppe. Und entdecke gerade die Spitzen von der Kürbispflanze. Die wurde leider nichts in meinem Bohnenzelt. Es war sehr trocken und ja, für die Kürbisse hat es nicht ausgereicht. Aber ich habe schon mal gesehen, dass man das auch mit essen kann, so die zarten Spitzen. Und das, was ich noch finde, das werde ich jetzt in die Suppe reintun. Mein Gemüse schneide ich ganz grob. Die 30 Tage koche ich ohne Öl und ohne Fette. Ein Teelöffel Salz kommt noch dazu.
Tatsächlich wurden das 3 große Suppentassen. Für die nächsten Tage habe ich schon ein paar Kürbisse im Visier. Es wird eine Kürbissuppe sein. Abends gab es noch 2 Tassen Tee und Birnen und Äpfeln. Jeden Tag suche ich mir mein Menü draußen und habe festgestellt, mein Kühlschrank hat absolut keine Funktion mehr. Ich tue da nichts rein und nehme nichts raus. Auch heute am 3. Tag bin ich satt geworden. Es war ein schöner Tag. Es waren tolle Momente. Mein Experiment geht weiter und morgen sehen wir uns wieder. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen.